Ja, hallo. Diese Woche Themenwoche Ehrenamt. Ja, unsere Gesellschaft lebt vom Mitmachen und ich weiß, von was ich rede. Ich bin in unzähligen Vereinen selber Mitglied, war früher, als ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte, auch in der einen oder anderen Vorstandschaft aktiv. Das habe ich leider nicht mehr diese Zeit, aber durch meine Funktion als Bundestagsabgeordneter werden mir natürlich auch Ehrenämter angetragen und gerne bin ich Botschafter beispielsweise für die Stiftung Deutschland schwimmt. Sieht man mir zwar nicht ganz so an, aber Schwimmen gerade für Kinder ist ganz, ganz wichtig. Ich bin aber auch Botschafter und Netzwerkkoordinator im Deutschen Bundestag für die Stiftung Schule ohne Rassismus. Auch ganz wichtig, dass wir den demokratischen Weg in unserem Land auch weiter gehen können. Ich bin Botschafter des Spiels für den Verband der deutschen Spielwarenindustrie. Das mache ich natürlich auch ganz gerne. Und da freuen sich vor allen Dingen Kindergärten und Kindereinrichtungen, wenn Andreas Schwarz ab und an mal Spielzeug hier in die Einrichtungen vermitteln kann. Und ganz neu in der Familie der Botschafter, ich trage das T-Shirt auch heute mit viel Stolz, ist, ich bin Botschafter für Inklusion des Fördervereins Goalkids. Ja, jetzt wird der eine oder andere fragen, warum macht er das? Ja, Begegnungen sind möglich, sind da mit Menschen, die für ihr Thema brennen, die mit viel Leidenschaft sich einbringen. Ich versuche diesen Menschen zu helfen, mich um das eine oder andere kleine Problem zu kümmern, versuche durch meine Funktion natürlich auch Aufmerksamkeit für gewisse Themen zu wecken, um ganz einfach hier den Menschen zu zeigen, das, was ihr hier leistet, ist wichtig, das ist richtig und das kommt an und hat meine volle Unterstützung und ich kümmere mich gerne um die Anliegen der Menschen in meinem Wahlkreis.